Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Wir sind nun im Brookhaven Hospital. Ich habe kurz pausiert, ich musste rein, weil mich die Hunde verfolgt haben. Ja, wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Ich habe es jetzt ohne Damage perfekt von Xbox Live getrennt. Fick dich doch. Ich habe es jetzt geschafft, hier ohne Damage durchzukommen. Jetzt sind wir hier drin. Let's fucking go. Und ich merke, hier unten sind auch schon Monster. Okay, wie war Steuerung? Okay. Was ist hier? What the fuck? Okay, eine Karte. Perfekt. Ja, es ist nicht lange her, dass wir Silent Hill 2 gespielt haben. Da waren wir auch im Krankenhaus. Der Aufbau müsste in etwa derselbe sein. Ich erinnere mich aber, dass die Gebiete hier nicht so ellenlang waren. Zumindest hoffe ich das. Ich habe eine Karte des Krankenhauses. Okay. Wir werden safen, weil ich bin ohne Damage durchgekommen. Das wollen wir auch so beibehalten. Ich habe mal geguckt, wir haben legit wirklich. Für die Pistole haben wir noch gut Muni, aber für die Shotgun so gut wie gar nichts mehr. Das ist nicht gut. Was? Hier sind verschiedene Arten von Arzneien, aber sie kennen sie nützlich aus. Ich sollte. Ich glaube, ich sollte sie alle in Ruhe lassen. Die sollten ja nicht so aggressiv sein, wenn wir das Licht aus haben. Was ist das? Da muss es auch Kinder hier gegeben haben. Als ich ein Kind war, habe ich auch mit Puppen wie dieser gespielt. Das ruft Erinnerungen wach. Okay. Dieser Tag ist endlich gekommen, ganz richtig. Der Tag, an dem du und ich uns endlich treffen. Ich habe immer an dich gedacht, hier in dieser düsteren Zelle. Bis heute kannte ich nicht einmal deinen Namen oder dein Gesicht, aber jetzt kenne ich es. Ich weiß, du bist diejenige, auf die ich gewartet habe. Und hast du nicht auch auf mich gewartet? Deshalb bist du gekommen, um mich zu befreien. Oh, wie sehr ich dich liebe, Heather. Ich will dir meine wertvolle Puppe geben. Ich habe sie zum Andenken an unser Treffen, dem Anfang unserer ewigen Liebe gemacht. Oh, ich kann dein lächelndes Gesicht se schon sehen. Stanley Coleman. Ekelhaft. Das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Okay. Jemand weiß, dass wir kommen und er hat uns ein Geschenk gemacht. Hier ist kaputt. Wir klappern jetzt mal alle Türen ab, um die Karte zu füllen. Ihr kennt das Prozedere. Oha. Okay. Gehen wieder raus. Erstmal auf einer Etage alles abarbeiten. Aber dass der Aufzug funktioniert, ist ungewöhnlich. Okay, was hier? Seine Krankengeschichte oder so. Sie ist für diesen Leonard. Ob das der gleiche Leonard ist, von dem Vincent gesprochen hat? Zimmer S12. Zergleichte audiovisuelle Halluzinationen. Emotionale Instabilität. Obsessive Ideen. Verdacht auf leichte Schizophrenie. Beobachtung wird fortgesetzt. Im Grunde ruhig und kooperativ mit starkem Sinn für Gerechtigkeit. Berichten zufolge Tendenz zu Gewalttätigkeit bei Überreizung. Der andere ist für Stanley Coleman. Das ist der Typ, der das perverse Tagebuch geschrieben hat. Der Regel passiv, feige und egoistisch. Zeigt manchmal obsessive Zuneigung zu einer bestimmten Frau und handelt entsprechend. Dies hat zu gewalttätigen Zwischenvorfällen geführt. Vorsicht ist angebracht. Oder toll. Auf Schreibtisch liegt nichts Interessantes. Okay, hier ist nichts weiter Besonderes. Steht aus der Tafel, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ne? Schublade ist voller Papiere, aber sie enthalten wohl keine nützlichen Informationen. Okay, Karte. Okay, jetzt nochmal hier raus, dann nach links nochmal runterschauen. Okay. Und hoch.
Okay, wir könnten gleich eingekesselt werden. Ich hoffe mal nicht. Okay, nee, die haben uns verloren. Oder vielleicht doch nicht. Okay, aber in völliger Dunkelheit verlieren sie einen tatsächlich. Karte. Okay, da. Gut, die Treppen. Die ist abgeschlossen. Okay, back. Ganz schnell zurück. Nicht aus. Fuck. Okay. Okay, die machen Stoßangriffe. Aufpassen. C2 ist offen. Oh, Alter. Okay, wesentlich mehr und die können auch sprinten. Alter, wie die eben gerannt ist. Wenn da irgendwas Wichtiges drin ist, dann... Oh, ich will es nicht wissen. Okay. Die Organisation hat mich hier eingeschlossen. Sie wollen meinen Willen brechen, damit ich das alles vergesse. Aber ich werde nicht verrückt, auch wenn sie mich hier mit den Irren hier einsperren. Wie wär's, wenn ich das an die Wand klebe? Wäre zwecklos. Warum? Man kann's abziehen, oder? Mit dem Zeug, das diese bösen Frauenzimmer ständig benutzen. Wenn ein Ding keine Bedeutung hat, dann gibt es keinen Grund für seine Existenz, so wie du für mich existierst. Aber warum hast du meine Puppe nicht mitgenommen? Ah, mein Geschenk hat dich wohl in Verlegenheit gebracht. Du bist so süß, Heather. Okay, der schreibt die Tagebücher aktuell hier. Stanley Coleman. Hat ein bisschen was von ne, Scarlet, ne? Aus Silent Hill Homecoming. Hier kleben viele Dinge an der Wand. Ein Keks, eine Zahnbürste, ein Löffel, eine Weihnachtskarte, eine Uhr. Da hat jemand mit einem guten Kleber gearbeitet, aber warum? Da hat jemand einen Schlüssel an die Wand geklebt. Ich würde ihn gern mitnehmen, aber er klebt wirklich fest. Ich kann ihn nicht abziehen. Okay, wir brauchen Lösungsmittel wahrscheinlich. Karte. Ich will nicht wieder in die Todesfalle raus. Okay, wir sind eingekesselt. Da. C2 ist ein ganz böser Raum. Da wollen wir nicht mehr rein. Okay, quasi jetzt nach rechts und dann schauen, was wir finden. Fuck. Shit. Au! Dammit. Aber wir kriegen weniger Damage durch die Weste. Okay. Dann antwortet doch erstmal der Fahrstuhl. Ich glaube nicht, dass in C2 was drin ist. Okay, wie sieht's denn mit unserem Leben aus? Ja, besser wie vorher. Okay. Ja, wir haben noch, ja, wir haben definitiv noch guten Kram. Wir bekommen halt auch nichts mehr. Wir haben jetzt diesen einen Health Drink bekommen. Jetzt am Anfang vom Krankenhaus und den haben wir jetzt auch wieder eingesetzt. Keine Muni, ging gar nicht. Wir sollen ja tatsächlich wirklich durchrennen. Oder das Spiel merkt, ey, der hat extrem viel Muni, aber der nutzt nichts. Okay, hier in Amerika ist... Ich glaube, die haben hier sowas wie ein Erdgeschoss nicht. Erste Etage waren wir gerade. Ah, da habe ich mich schon so oft drüber aufgeregt. Okay, dafür ist in der Etage nicht viel los, wie es aussieht. Oh, wir können ja tatsächlich lang. Okay. Okay, ja, ich erinnere mich noch. Ich habe mir das so in den Kopf eingebrannt, Alter. Und auch, wo wir auf dem Dach den Fight mit Pyramid hatten, der uns runtergestoßen hat. Ich glaube, das ist wirklich ein Ding, was ich nicht mal mit der Kleifzange anfasst. Dann okay. Aber du willst bestimmt lesen, was dein Verehrer geschrieben hat. Du bist dir vielleicht noch nicht über deine eigenen Gefühle im Klaren, aber du spürst sie unbewusst. Und so versuchst du mir nahe zu kommen. Das ist eine Tugend, der Weg ins Paradies. Wenn die Tür verschlossen ist, öffne sie. Benutze das Kennwort für das Gefängnistor. Doktor. Hab seinen Namen vergessen. Dieser Quacksalber jedenfalls hat es notiert und aufgehängt. Okay. Er sollte auch hier sein. Ich meine, 4 Zahlen hätten reichen sollen, aber er hat weitergemacht. Ist es nicht schade? Ich bin nicht da. Nervt dich das nicht? Ich sehne mich nach dir, aber du bist so grausam. Aber ich will dich trotzdem, Heather. Okay.
Allein der Gedanke, dass wir hier durchlaufen und der Typ beobachtet uns und der läuft an uns vorbei, der macht hier, ne, seine Puppe überall hinstellen und alles. Allein der Gedanke, dass wir hier nicht alleine sind, abgesehen von den Monstern, ist. Ah, Monomagazin interessiert mich jetzt nicht. Nagellackentferner, okay. Wir wissen ja, erstmal alle Gegenstände anschauen. Das fest zu, kriege ich nicht auf, die Fenster völlig zugeklebt. Ich habe Parfüm. Das ist nur eine leere Dose, ist unwichtig. Was machen wir damit? Das Parfüm riecht etwas seltsam. Können wir es verwenden? Warte. Ausrüsten? Was? Okay, warte. Aber ich kann es ausrüsten. Okay, eine Sekunde. Wartet mal. Wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal live. Ich will mal wissen, was bringt mir das Parfüm? Wenn das so ein passives Ding ist, okay. Okay, warte. So, Parfüm Scent, Vicky. Das würde Monster anlocken, beziehungsweise den Spielcharakter für diese auffälliger machen. Es existiert aber auch die Theorie, dass das Ding absolut nichts bringt. Okay, mit anderen Worten, wir werden das überhaupt nicht verwenden. Okay. Also mit anderen Worten, das Ding könnte. Ist eigentlich sehr gut gemacht, ne? Einfach Parfüm, was du ausrüsten kannst. Das haben wir sonst bei keinem anderen Gegenstand. Das könnte entweder halt einfach legitime Monster anlocken oder halt absolut gar nichts machen. Deine getippte Notiz, was hat das denn zu bedeuten? Die erste ist größer. Ach du Scheiße. Die erste ist größer als die zweite. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Okay. Die dritte ist kleiner als die vierte. Die vierte ist halb so groß wie die erste. Vier Zahlen werden nicht wiederholt. Drei sind nicht in der obersten Reihe, zwei sind nicht in der rechten. Was? In der rechten Reihe. Eine der Zahlen ist der Schlüssel. Great. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal runter. Aha, jetzt ist hier der Kram weg. Geil. Das ist wahrscheinlich auch immer wieder dasselbe Buch. Der hat nicht fünf verschiedene Bücher, der legt halt jedes Mal die Bücher woanders hin. Wenn wir irgendwo nicht irgendwie nicht hinschauen. Ach, großartig. Oh, fuck. Damit warte hier lang, ne? Au. Fick dich. Shit, 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 shit. Okay, die Nurses greifen schnell an. Die haben eine gute Reichweite. Die nutzen nämlich das Rohr. Bitte sagt, das geht. Treppenhausschlüssel. Oh, das ist gut. Was? Papas Notizbuch prüfen. Ich hoffe, das wird nie irgendwie verwendet werden. Vielleicht wäre es besser, du würdest es nie wissen. Mehr als alles andere habe ich Angst davor, dass du weit fort von mir gehst. Manchmal müssen wir die Wahrheit sagen. Aus diesem Grund schreibe ich das, bevor ich meinen Tod, was? Bevor mich Tod und Vergessen einholen. Was ist damals passiert? Es hat etwas damit zu tun, wer du bist.
Alles begann vor 24 Jahren. Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub fanden meine Frau und ich ein Baby am Straßenrand. Da wir kinderlos waren, dankten wir Gott, dass er uns dieses Kind, dieses Mädchen finden ließ. Wir nahmen es mit nach Hause. 3 Jahre später starb meine Frau und 4 Jahre danach, also vor 17 Jahren, kam ich nach Silent Hill. Das Mädchen bat darum und ich nahm sie mit, ohne zu wissen, warum sie dorthin gehen wollte. Und dort ging das Mädchen fort, nicht, dass sie wirklich irgendwo hinging. Sie starb auch nicht, zurückgekehrt zu ihrem ursprünglichen Ich. So nannte es Dahlia Gillespie. Ursprüngliches Ich. Das war die junge Frau, die von ihrer Mutter als Opfer für Gott verbrannt wurde. Alessa Gillespie. Die Hälfte ihrer Seele entkam diesen Flammen und lebte weiter in einem Baby, in meinem Mädchen, unserem Mädchen. 7 Jahre vergingen, bevor dieses halbe Mädchen nach Silent Hill zurückkehrte und Alessa wieder ganz machte. Mit dieser neuen Stärke schwor sie, Gott zu töten. Gott als Fötus in den Schoß des Opfermädchens eingebettet und mit den üblichen Riten aufgerufen. Das war Alessas Wunsch, egal was auch geschehe, selbst wenn ihr eigenes Leben in Gefahr sei. Aber dieser Wunsch wurde nicht gewährt. Meine Unterbrechung bedeutete, dass sie stattdessen für die Rückkehr des Mädchens betete. Ich alleine konnte sie nicht zurückbringen. Dahlia tat es. Ich half nur bei der Geburtszeremonie, um Gott aus Alessa hervorzubringen. Der neugeborene Gott schrie einmal und war tot. Nur durch den Widerstand dieses Mädchens und wahrscheinlich Alessas. Aber das ist nicht alles. Nachdem Gott in einem aufglühenden Licht verschwunden war, erschien Alessa erneut und gab mir ein Baby. Sie ähnelt sehr diesem Mädchen von vor vielen Jahren. Dann war Alessa fort, tot. Ich hätte nichts tun können, um zu helfen. Ich drückte einfach das Baby an meine Brust und rannte davon. Es kam mir als ein Traum vor, aber ich hatte den Gegenbeweis. Das Mädchen war nirgends zu finden und in meinen Armen das Baby, ein Mädchen. Jetzt sind 17 Jahre vergangen. Einerseits kommt es mir so vor, als wäre es gestern gewesen und andererseits, als wäre es 1 Million Jahre her. Ich gebe zu, dass ich zuerst Bedenken hatte, die Kleine aufzuziehen. Könnte ich sie lieben? Ihre Existenz war ziemlich unerklärlich. Ich dachte, sie könnte die junge Frau sein, die mir meine geliebte Tochter gestohlen hat. Daraus wurde Trauer, Zorn. Es gab Momente, da legte ich meine Hände an ihren winzigen kleinen Hals. Ein paar Mal dachte ich sogar daran, sie einzusetzen. So ein furchtbarer Mensch bin ich. Aber schließlich beschloss ich, sie aufzuziehen. Ich konnte sie nicht einfach gehen lassen. Fuck, übersprungen. Selbst wenn ich, jetzt kann ich dieses Mädchen nicht vergessen, aber ich liebe sie, da gibt es keinen Zweifel. Ich bitte dich nur, mir das zu glauben. Meiner heißgeliebten Tochter, Harry Mason. Mann. Naja, er hat ja legit schon, der gute Harry, der hat ja jetzt wirklich 2 Kinder schon aufgezogen. Der tut mir ein bisschen leid. Ja, auch alles, was der erleben musste im ersten Teil, irgendwann spielen werden auch nochmal, keine Angst. Okay, ach, fick dich doch. Okay, Treppenhaus. So. Okay, wir sind einfach runter. Stimmt, hier konnten wir ja actually auch in den Keller. Patronen für die Maschinenpistole. Rollstuhl, wo ist die Person, die ihn benutzt hat? Okay. Ich habe eine Maschinenpistole. Das ist jetzt wirklich hineinsehen, aber ich finde es auch etwas gruselig. Passiert was, wenn ich mehrmals drücke? Okay, hat sich noch jemand gegen die Dinger gewehrt? Eine Person im Rollstuhl. Nicht reinzwängen und ich kann es sogar unmöglich bewegen. Okay, ja, an den Raum erinnere ich mich. Das ist nur Ramsche, gibt es nichts Wichtiges.
was gezogen wurden, gehen bis zur Rückseite des Regals. Nein, es sieht eher so aus, als fängen sie dort an. Dass das Licht hier immer so flackert. Okay, der Keller hier ist sehr gut gemacht. Wir können hier noch was machen und du wartest jede Sekunde, dass irgendwas passiert. Okay, das war unschön. Kann ich. Nee, fuck you, Alter. Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Oder nee, wir gehen erstmal safen. 20 Minuten sind rum, wir gehen safen. Na. Na. Wie viele gibt's denn hier? Zwei? Okay, sieht so aus, ja, zwei. Ja, ich bin ungern der Typ, der die umlegt, ne? Wie sieht es denn lebensmäßig aus? Ja, passt schon. Ein Hit verkraft man noch. Oh, fickt euch. Ja, die Reichweite mit deren Waffen und dass die auch manchmal so einen Sprint haben, das macht die zu sehr gefährlichen Gegnern an die Nurses. By the way, ich glaube, die Nurses haben sie sogar ein bisschen verändert. Anders wie im, was die anders sind wie vom zweiten Teil. Warte mal, liegt hier wieder ein Buch? Nein. Liegt da unten irgendwas? Nee. Weil Helva ja auch eine andere Vorstellung von dem Monster mit dem Horror hier hat, sieht er die Nurses nicht so wie James. Okay, wir sind wieder da. Die erste Etage müssen wir eigentlich nicht abchecken, warum auch immer ich das jetzt gemacht habe. Weil in die erste konnten wir ja auch fahren. Die dritte hier jetzt ist interessant, weil hier waren die Isolationsräume, wenn ich mich recht entsinne. Aber der Keller eben war fucking terrifying, das gebe ich zu. Sie ist offen. Oh, fick dich, Alter. Ist hier irgendwas für mich zu... Nee. Cool. Wie gerne ich jetzt wieder speichern würde. Ach komm, leck mich doch. Frei fließend, dein ebenholzfarbenes Herz. Was? Ha, sorry, ich dachte, es kommt so ein Liebesgedicht. Dem Nachthimmel gleich, Düfte verströmt. Mein Herz trommelt. Ah, hier ist das Herz, okay. Fordernd in meiner Brust, wie ein Sturm spielst du mit ihm. Dein makelloser Blick, ein Fest, wenn du lächelst. Meine Gedanken aufgewirbelt, mein Atem wie Opium, es macht mich verrückt. Erik, ein großartiger Dichter, der meine Gefühle so wunderbar in Worte fasst. Dieser Ort hätte mir nichts ausmachen sollen. Ich hätte nie durchdrehen sollen. Aber es ist ein immenser Genuss, in meiner Liebe zu dir zu ertrinken. Aber warum willst du den Beweis meiner Liebe nicht akzeptieren? Setzt bloß nicht förmlich. Du und ich, wir existieren schließlich als Einheit. Was ich dir gebe, ist das Gleiche, das ich mir gebe. Stanley Coleman. Herr, ich glaube, du solltest den Typen nicht aggressiv machen. Fuck, Alter, dass ich. Sein Notizen, Strafe für Brutalität gegen Patienten. 12 Stunden Arrest im Spezialbehandlungszimmer. Entlassungsgrundsätze sind nicht mehr wirksam. Bei Fragen an den Chef wenden. Hat per Hand über den getippten Satz geschrieben. Der Trick ist, keine Spuren zu hinterlassen. Noch etwas. Sieht so aus, als hätte es eine andere Person geschrieben. Der Chef ist pervers. Für Christie wäre es besser gewesen, wenn man sie gefeuert hätte. Okay.
Oh, hier ist so ganz safe room. Ich hab mich ganze Scheiße mit dem Kampf eben sparen können. Irgendwo Material, irgendwo was. Okay, schon wieder. Oh, geil. Elektroschocker, stimmt, was? Eine große Auswahl, aber nichts, was ich jetzt gebrauchen könnte. Ein Haufen Stühle und so. Okay. Heather, meine heiligste Liebe, ich beobachte dich immer. Gleichgültig, wo du bist oder was du auch tust, ich habe dich nie aus den Augen verloren. Ich weiß, du fühlst dich äußerst einsam, doch mit einem einzigen Schlüssel zu dieser Tür werden diese Gefühle kein Hindernis mehr sein. Wir haben uns so lange nicht sehen können. Hab Geduld, nur noch kurze Zeit. Auch ich werde geduldig sein. Obwohl ich mich danach sehne, dich in meinen Händen zu halten. Der Schlüssel ist hinter den Regalen in der Tiefgarage. Aber warum? Frag diesen Idioten von einem Doktor. Hier gibt es keinen, der ganz richtig ist im Kopf. Nee, nicht nur hier im Krankenhaus. Ich bin in ganz Silent Hill. Außer mir, Stanley Coleman. Sure thing, bro. Wir überschreiben trotzdem, mir egal. Aufzug? Ah. Okay, jetzt können wir den legit auch rufen. Aber gab es nicht damals auch eine vierte Etage? Oder irre ich mich da jetzt einfach nur gewaltig? Oh, nee, es gab nur drei Etagen. Stimmt. Den Keller konnten wir noch, da konnten wir noch nie rein. Oder warte mal, in welcher sind wir jetzt? Sie ist abgeschlossen. Ah, na, auch schon wieder sowas. Ja, wir sind jetzt in der dritten. Oha. Ich bin auch gerne auf dem Dach. Da würde ich am liebsten fliegen. Du auch? Stanley Coleman. Oh, das ist, glaube ich, eine Anspielung auf die Notiz vom letzten Teil, weil da irgendwie jemand gesagt hat, weil da ja auch eine ganz komische Notiz lag. Das sagt, dass es sich lohnt für die Scheiße, die ich jetzt hier mache. Alter, rein. Alter. Okay. Nee, Elevator Control Room. Oh, please, no. Oh Gott. Ja, Alter. Ach so. Na gut. Alter, wir haben das überlebt. Status, fast tot. Ja, komm, Alter. Einmal eine Ampulle und dann läuft das. Wahrscheinlich eine viel zu große Verschwendung, aber mega. Okay. Da. Was ist da mit einem X? In der Etage? Heißt das, dass da was versperrt ist? Oder was? Aha. Okay, X heißt, Sachen sind versperrt. Na gut. Aha. Wir haben doch diesen einen Schlüssel. Nee, wir haben überhaupt keinen Schlüssel. Oh, goddammit. Ach, komm, Alter. Wir gehen wieder runter. Immerhin ist in den Etagen jetzt nichts, aber in den ganzen Zwischenbereichen sind Haufen Monster. Okay, jetzt sind wir unten. Da ist überall nichts. Da können wir auch nichts machen. Fucking wonderful, Alter. Okay, die erste ist größer als die zweite, wahrscheinlich die Zahl. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Die dritte ist kleiner als die vierte. Die vierte ist so groß wie die erste. Viele Zahlen werden nicht. Okay,
Die Federzahlen werden nicht wiederholt. Okay, es gibt keine doppelten. Drei sind nicht in der. Was? Drei sind nicht in der obersten Reihe. Zwei sind nicht an der in der rechten Reihe. Eine der Zahlen ist der Schlüssel. Was? Okay, wir machen beim nächsten Mal hier weiter.